Forum Neue Medien in der Lehre Austria. Wir sind ein Verein, der sich mit dem Thema E-Learning, Blended Learning, Neue Medien in Bezug auf Lehre auseinandersetzt. FNM Austria ist aber gleichzeitig auch ein Verein aller Hochschulen in Österreich. Da gehören die Universitäten, die Fachhochschulen und die pädagogischen Hochschulen dazu. Und als Trägerverein wird eben diese Community unterstützt. Also die Jahrtausendwende, sage ich mal, gegründet worden, mit dem Ziel, quasi Universitäten auf einer Metaebene zu vernetzen, eine Netzwerk-Community aufzubauen, um damit neue Dinge und Möglichkeiten, Metasichten, also für Universitäten zu entwickeln, um beispielsweise Rechtsprobleme im Bereich neuer Medien der Lehre anzugehen. FNM Austria steht für die Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und Hochschulen als Netzwerk, das sich mit den Fragen Qualität in der Lehre und der Lehre an sich auseinandersetzt. Es wird die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Initiative in der Lehre zusammenfassen. Für mich ist die FNM Austria erstens eine gute Gelegenheit der Vernetzung, andere Leute, andere Ideen kennenzulernen. Natürlich ist es auch als Interessensvertretung gedacht, was mir auch sehr wichtig ist, denn gewisse Sachen kann man nur gemeinsam durchsetzen. Vor allem, also, wenn es in die Politik geht, aber nicht einmal so weit, sondern auch den Untergrund und Hintergrund und Unterstützung von anderen Organisationen, das auch in der eigenen Organisation einzubringen, ist mir sehr wichtig. FNM Austria steht für mich für Innovation, steht für mich für Qualitätsentwicklung, steht für mich für eine breite Vernetzung von Institutionen, für die Bildung von Synergien und ist, glaube ich, als solches sehr zeitgemäß. FNMA steht also für mich, also neben seinem Namen, also für alle Universitäten und Hochschulen in Österreich, also der tertiäre Bildungssektor, wo wir versuchen, Probleme, die also eine einzelne Universität also nicht ausreichend behandeln kann, über diese das Forum zu spielen und dann im Endeffekt also neue Ergebnisse und Sichtweisen auch wieder an die Leitungsebenen heranzutragen. Für mich steht FNM Austria für ein Netzwerk aus Pädagogen, Technikern und Didaktikern, zusätzlich Personen aus der Rektoren-, Vizerektoren-Ebene, die sich eben mit dem Thema neue Medien in der Lehre auseinandersetzen. Das Schöne an FNM ist, dass wir hier vielfältige Organisationen drinnen haben, von den Universitäten, Fachhochschulen bis pädagogischen Hochschulen und eben auch vielfältige Interessensgebiete und Vertreter und Vertreterinnen dieser Interessensgebiete. Das macht die FNM aus und das ist auch dieser enorme Wert, der für mich ganz wichtig ist. FNM Austria ist durch dieses Netzwerk, durch diesen Gedanken und Zusammenschluss aller Hochschulen in Österreich im tertiären Bildungssektor ein Dach, so eine Art Dachmarke, unter dem diese mediengestützte Lehre läuft und damit auch eben einen wesentlichen Beitrag zur Bildung und zur Bildungspolitik in Österreich beiträgt. Ein Zusammenwirken ganz unterschiedlicher Institutionen mit einem unterschiedlichen Fokus und insofern finden also gegenseitige Befruchtungen, Ergänzungen, Synergien statt. Und das, glaube ich, unterscheidet uns ganz gravierend von anderen Vereinen ähnlicher Aufstellung. Andere Netzwerke sind eher spezialisiert und haben einen engeren Fokus. Wir haben einen sehr weiten Fokus und dadurch auch ein sehr breites Aufgabengebiet. Die Herausforderung in der Zukunft wird sein, genau dieses breite Aufgabengebiet zu fokussieren. Technologie beeinflusst eigentlich alles. Auch die Lehre.